Ja, ich auch. Oh. Ich war so 60 bis 70. Boah, ich weiß noch. 70. Auf Ander macht nur Blödsinn, er darf ja alles. Busfahrer! Ich hasse die. Also diese neuen Spielernervungen sind irgendwie Meldung, ne? Also die neuen Spieler. Ja, nerven ein bisschen. Meldung ist ja irgendwie nervig. Und das finde ich auch cool, wenn man irgendwie Skript, das heißt, die müssen doch bestimmt per Skript lösen, dass man sich anzeigen lassen kann, dass man im Chat alles anzeigen. Also, dass man anstellen kann, was man im Chat alles angezeigt bekommt. Geht. Geht. Dass man zum Beispiel angibt, was man alles sehen will. Und der merkt das übrigens, wenn du so schnell fährst. Ja, ich bin. Der Auto darf 120 fahren. Aber auch 103 mehr gerade rum. Das stand vorhin, hättest du gelesen im Chat. Ja, im Chat ist ein bisschen viel, das ist echt ein bisschen überfüllt. So, ja, ob das jetzt ein ganzes Display wird, weiß ich noch nicht. Bist du schnell unterwegs? Das kommt drauf an, wie uns jetzt der Server gefällt. Ja, wie wir jetzt Bock haben, hier noch weiter zu zocken. Vielleicht wird es einen Serverwechsel geben, wenn der Server hier nicht so Premium ist. Vielleicht auch ein Spielwechsel, das kann ich jetzt noch nicht voraussagen. Eigentlich möchte ich aber alle erstmal bei SMP bleiben. Weil. Die Gründe haben wir ja freundlich noch. Erstens das. Und zweitens ist das eigentlich ein Spiel, das bis zu einem gewissen Punkt Langzeitmotivation hat. Es hat Motivation, man hat Bock drauf und vor allem Dingen, es wird irgendwie nie out. GTA, ja, wie alt ist denn GTA San Andreas? Das ist total alt und es spielt immer noch total viele. Also GTA 4 ist 2009 erschienen. Ja. Das ist 2006 rum. Ja. Das gab's sogar noch für die PlayStation. Gab's das für die PlayStation 1? Nein. Nee, 2. Für die 2er. Für die 2er. Oh, ich muss hier abfahren. Also ich fahr gerade Autobahn ab, wo bist du? Ich bin schon weiter. Ich bin jetzt bei Checkpoint 25 von 28. Ich bin 21 von 28. Ich bin Burger. 26. Burger. Auf jeden du Fall. Du hast natürlich jetzt hier auch den a little bit Vorteil. Ja. Du hast ja, du kannst besser uploaden. Hawaii. Ja. Was ich doch sagen wollte, falls ihr vielleicht bessere Server als den hier kennt, SAP Server, dann könnt ihr die natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Wow! Peter der Trucker! Und ja. Fresse! Also wenn ihr sagt, nee, der Server ist scheiße, nehmt mal einen anderen, der ist viel besser. Und wenn er dann wirklich besser ist, also ich möchte jetzt auf gar keinen Fall einen Gottfahrer, ich bekomme sowieso keine Kommentare, naja, versuche es wert, keine Gottfahrer in den Kommentaren, also sonst. Hm. Ich hab den Schein. Von dir, ja. Bist du fahren? Ja. Wo bist du? Ich gebe gerade Slash Help ein. Du kannst Slash Showjob machen oder so. Showjob, genau. Ja. Ja, oder Slash Stadtlinie und Slash Stopplinie. Das Busdepot. Showjob. Ja. Ah, das ist ja gleich hier. Slash Startlinie. Du befindest dich in keinem Bus, oder nehme ich mal einen Bus? Ich nehme hinter dir. Slash Startlinie, Linie 1. Los Santos Verona Beach. Slash Motor. Slash Licht. Und zu Choppen, das kann man. Linie 2. Ach, du nimmst natürlich gleich Linie 2, ne? Nächste Haltestelle, Los Santos Verona Beach. Na, und sowas wie Busfahren, das kann man ja jetzt auch mal offscreen machen, das braucht man ja hier nicht. Ja, also. Einfach mal offscreen ein bisschen hin und ein bisschen Mucke, Alter. Und ja, dann läuft. Wow! Behindert, aber. Bin ich behindert oder fahren die behindert? Die denken sich jetzt, oh, ein behinderter Busfahrer, Mann, was hat der mich? Ja, und ich denke mir, oh, ein behinderter Motorradfahrer, was hat der mich? Ja, du hast dir vorhin auch gedacht, ah, ein behinderter Busfahrer, was hat der mich? Wusstest du, was da als Radio läuft? Hm? Wenn man es anhätte? Wenn man das Radio anhätte, was da laufen würde, das Radio? Das weiß ich nicht. I love Radio. Hä? I love Radio. Sicher? Ja, steht doch unten links, ich bin doch nicht bescheuert. Bei mir steht unten links Forum, Doppelpunkt www.lusmd-roleplay.de. Oh, nee, rechts unten. Wie kann ich rückwärts fahren? Warte, 3 Sekunden. Oh. Hast du Radio aus? Hau ab! Scheiß Busfahrer! Ja? Warte, 6 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, ich muss jetzt auch mal gucken, weil ich jetzt da noch nicht so viel aufnehmen kann wie Jenny. Ich weiß auch nicht, vielleicht magst du ja offscreen noch ein bisschen Bus fahren.
Vielleicht nehme ich auch einfach weiter auf. Das kommt dann einfach auf den Bock drauf an, Alter. Das ist. Auf den das, Bock. Das, au, au, auf das Bock, Alter. Das, das schwankt bei mir mit ein bisschen, wie viel Bock ich habe. Ja. Warte, ich habe 90 Kilo Bock. Das. Also, das war auch jetzt gerade. Wie wir dazu gekommen sind, wir haben so ein bisschen über YouTube diskutiert. Ja, ob es heutzutage überhaupt noch möglich ist, groß zu werden. Und ja, wie. Und also, ich wachse noch. Ja, ja. So viel jetzt auch nicht mehr. Und die YouTuber. Und ja, dann haben wir uns einfach gedacht, ich weiß gar nicht mehr, was wir jetzt gedacht haben. Auf jeden Fall sind wir dann zu dem Schluss gekommen, wir können doch SMP aufnehmen. Oder besser gesagt, wir haben über SMP geredet und ich so, komm, lass SMP aufnehmen. Ja. Wollte ich eh schon lange mal machen, bloß ja. Ich eigentlich auch, aber ich wollte dann irgendwie mal andere Spiele machen, ich weiß auch nicht. Boah, ey, weißt du, was mich richtig ankackt, was... Ich weiß ja nicht, hier ist eine ODM-Zone um die Stadthalle herum, oder? Aha, denk schon. Es und wenn nicht, dann in der Stadthalle. Es gibt Server, da ist nämlich eine keine ODM-Zone davor. Es gibt viele Server, wo das keine ODM... Wo da ist? Und da gibt's da nämlich solche, die killen dich dann im Bus, da wird eine Buslinie abgebrochen. Das kackt dann. Oh, das erinnert mich gerade irgendwie an GTA City Real Life. City Real Life, genau. Ja, aber das war echt... Die haben sich teilweise an die Haltestelle hingestellt. Von der Gang eben. An jeder Haltestelle ein Gangmitglied. Und wenn der Bus vorbeigekommen ist, mit Maschinengewehren aufgeballert. Bum, 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 bum. Ja, genau. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum ich gerade offscreen bin, off Dings, dann. Off Dings? Dann leckt mich am Arsch. Was off Dings? Niklas, du brauchst keine Uhr auf deiner Tastatur. Du hast da rechts oben eine Uhr. Nein. Das war übrigens gerade meine Tastatur, meine. Mein Stuhl. Meine Stuhl. Meine Stuhl. Alter, ich kann nicht mehr Deutsch. Der quietscht ein bisschen, wie man hier hört. Übrigens, falls es manche wundert. Nein, es wundert niemand. Was, dass ich kein Deutsch kann? Nein, dass mein GTA 1 abgekackt ist. Ach so. Danke fürs Gespräch. Ach nö, dann ist die Buslinie auch abgekackt, oder? Hast du Mods installiert? Ja, klar. Nee, ja, es ist einfach, ich bin ausgetappt und dann habe ich schwarzes Bild. Ach so. Ja, also warum tappst du denn raus? Weil ich kurz was googeln musste, so geht die alles auch. Ist ja sofort wieder da. Beginnt ja, alles schnell. Das ist eines der Spiele, das finde ich cool, wenn das so schnell startet. Klar, ja, ist auch so. Inzwischen geht der Trend immer mehr in Richtung keine Ladescreens mehr. Ja, vor allem mit SSDs und so. Ja, und auch Watch Dogs soll ja auch kaum Ladescreens dabei sein. Ich denke mal, eigentlich braucht man für ein Spiel nur am Anfang ein Ladescreen. Den Rest dürfte man eigentlich, wenn man es schlau anstellt, alles in Videos unterbringen können. Oh, man spawnt immer im Noob-Spawn. Theoretisch. Ich kenne mich da jetzt nicht so mit aus, aber ich denke, es wäre möglich. Wenn man sieht, was da Leute für Spiele machen, dann muss das doch möglich sein. So, dann bin ich auch wieder in meiner Aufnahme. Aufnahme? Aufnahme? Aufnahme. Und jetzt brauche ich... Oh, ich bin auf das Bus. Wie viele Minuten hast du noch Payday? Also wie viele Minuten vor Payday? 16. Ja, also 16 von 60. Mieten. Ich nehme jetzt ein Mountainbike. Nee, ein Bike. So, /Showjob. Scheiß Bus. Hast du immer noch diesen scheiß Koffer? Ja, den habe ich immer noch. Oh, scheiß Koffer. Hört man das? Hört sich nach Tastatur an. Hört sich der nach Fahrradfahrer an und ich fahre gegen eine Laterne. Bremst es. Aber das war eigentlich ganz schnell dort beim Dings. Ich finde das auch cool, wenn das GPS, wie gesagt, es gibt manche Server, da hast du gar kein GPS, da wenn du sozusagen nicht so unerfahren, wenn der GTA-Spieler bist, dann hast du es verkackt. Ja. Ja, Navi halt. Alter, neuer Spieler. Achtebanu Machmamuti. Auf anderen Spielen würde man jetzt gekickt werden wie Name Change, Startlinie, Linie 1. Ich glaube, die Linie 1 kenne ich hier, die ist so wie auf anderen Servern. Vermute ich mal so. Ja, es sind ja viele Spots gleich wie der BSN oder der Strand und so, das ist ja alles. Und das Alhambra. Das gleiche. Ist auch gleich. Ja. Alhambra. Oh, jetzt ist hier wie so ein behinderter Tracker. Ein Druck her. Wo bist du? Behindert, Wacker. Wo bist du? Ich bin wieder am Anfang. Beim Busbahnhof? Ja. Ich fahre jetzt kurz eine Linie oder was das mal mit meiner Aufnahme. Das war dann eine Folge. Bei Jenny seht ihr, wie gesagt, mehr, weil ich dann später aufnehmen werde. Ich muss gucken, ob ich dann wieder mit ihm aufnehme oder nicht. Das nächste Mal. Oh, wie kannst du nur?
Ja, kommt an. Ich sag mal so. Wann stehst du morgen früh auf? 7, 8. Und nimmst du da gleich auf? Ich weiß es nicht. Nein, 7, 8, bist verrückt. Alter, die scheiß Trucker, Mann. Nein, ich muss gucken. Also ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich immer mit dir aufnehme, weil das ist dann abwechselnd, welcher wenn jemand dabei ist. Ja, finde ich auch. Ja, und ja, es ist gut, weil du eigentlich fast immer Zeit hast. Jo. Naja, außer Nachmittag, wenn Schule ist, da muss ich pennen, sonst kriege ich meinen Schlaf nicht. Das. Also ich habe es inzwischen echt geschafft. Während Schule ist, habe ich einfach einen, vergeht einfach der Tag doppelt so schnell. Weil ich stehe früh auf, dann schlaf nachmittags, dann stehe ich wieder abends auf und schlaf dann irgendwann um 2, 3 Uhr wieder ein. Ja. 2 Stunden Tag. Auf jeden Fall, ja, aber ich sag's so, die Schule ist schuld an allem.